Steht schon wieder eine zeitlich begrenzte Nebenquest. Ah, Mann. Ich habe gerade die zeitlich begrenzte Nebenquest von letzter Woche fertig gemacht. War dann auf der Dienstreise, kommt gerade von der Dienstreise wieder und dann. Pff, Aurorenermittlungsakte. Grindelwalds Zauberstab? Wie komme ich denn jetzt an den? Im Zuge deiner beruflichen Spezialisierung musst du zusammen mit Kingsley Shacklebolt einen Sonderfall bewältigen, für den du extra an die Aurora-Zentrale abkommandiert worden bist. Dein Auftrag? Spüre einen schwarzen Magier, auf deinen London sein böses Unwesen treibt und mach dich dabei auf eine hochgefährliche Verfolgungsjagd gefasst. Ja, und so ob ich da dann Grindelwald treffe. Schließe diese Quest ab, um ein besonderes Aurorenabzeichen zu erhalten. Ja, dann, hab mich mal hier schön. Sternsam, ja, toll. Wir haben mich hier mal schön entsprechend fit angezogen und komm in mein Büro, wir müssen was besprechen. Ja, bin ja schon da. Dein erster Aurorin-Einsatz. Ja, los, 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 los. Rein da, rein da, rein da. Auftrag erhalten. Oh, Moody, warum isst er so viel Brot? Du wolltest mich sehen. Wir dürfen keine Zeit verlieren, also legen wir am besten direkt los. Flump hat dich an die Aurorenzentrale abkommandiert, um uns bei einem vertraulichen Fall behilflich zu sein. Dafür bin ich noch nicht bereit. Sollte ich nicht lieber noch an meinen Fähigkeiten feilen? Wenn es um die Bekämpfung der dunklen Künste geht, ist die praktische Herangehensweise über jede Theorie erhaben. Und falls du dich wirklich noch nicht sicher fühlst, ist ein ordentlicher Feldeinsatz sowieso die beste Vorbereitung. Ein Feldeinsatz? Mit echten Auroren? Natürlich, mit echten Auroren. Was soll es denn sonst noch für welche geben? Was deine berufliche Rohrenspezialisierung angeht, ist dieser Einsatz die perfekte Ergänzung. Du hast bereits hart an deinen Fertigkeiten gearbeitet und auch alle Rohren grundsätzlich gemeistert, die ich dir beigebracht habe. Also wird es höchste Zeit, dass du mal einen echten Einsatz mitmachst. Danke, dass du dich für mich verbürgt hast, Medaille. Worum geht es denn bei dieser Auroren-Geheimmission? Die Rohrenzentrale fahndet gerade nach einem gefährlichen schwarzen Magier. Also werden wir dich zuallererst mit dem Fahrdorat Tonks und Kingsley Shacklebolt zu teilen, um mit ihnen eine Observierung durchzuführen. Da will ich dir mal alle Einzelheiten zu diesem Fall verraten, du wirst sie sicher brauchen. Ja, wer ist direkt 8 Stunden? Bist du deppert oder was? Bleib wachsam und vertraue außer dem Fahrdorat und Kingsley bloß keiner Seele. Ich danke dir für diese Chance, Medaille. Worauf ist dieser schwarze Magier aus? Wie gefährlich ist dieser schwarze Magier? Ich werde einfach Kingsleys Beispiel folgen. Ich habe über Kingsley Shacklebolt schon großartige Dinge gehört. Eine Observierung, um einen schwarzen Magier zu verhaften. Verstanden. Ich werde stets wachsam bleiben, immerhin will ich auf keinen Fall im Krankenhaus landen. Ich danke dir für diese Chance, Medaille. Worauf ist dieser schwarze Magier aus? Du führst diese Observation an der Seite von Kingsley Shacklebolt aus. Du und dem Fahrer werdet ein gutes Team abgeben. Der schwarze Magier will sich einen Zauberstab beschaffen, den Grindelwald in seiner Jugend benutzt hat. Die Observierung findet in der Nocturngasse statt. Der schwarze Magier, den wir suchen, ist ziemlich gerissen. Wegen ihm liegen jetzt schon 2 Auroren im St. Mungo Hospital. Dieser schwarze Magier wird dich ohne zu zögern mit dem Cruciatus-Fluch belegen. Bleib also immer wachsam. Kingsley Shacklebolt ist ein großartiger Auror. Schau dir bei ihm so viel wie möglich ab. Bleib wachsam und vertraue außer dem Vater und Kingsley bloß keiner Seele. Hast du das jetzt alles verstanden? Ja, habe ich, wie du vorhin sagtest, fahndet die Aurorenzentrale nach einem gefährlichen schwarzen Magier. Laut aktuellem Wissensstand hat er den Cruciatus-Fluch eingesetzt, um sich Informationen zum Verbleib eines Zauberstabs zu beschaffen, den Gellert Grindelwald in seiner Jugend benutzt hat. Daher werde ich mit Nymphadora Tonks und Kingsley Shacklebolt eine Observierung in der Nocturngasse durchführen, um diesen Verbrecher dingfest zu machen. So ist es. Dieser Magier ist nicht ungeschickt und außerdem unglaublich gefährlich. Er hat schon 22 Euroen ins St. Mungo Hospital verfrachtet. Du wirst es alles schon irgendwie schaukeln, aber halte unbedingt deine Augen offen. Ich werde natürlich vorsichtig sein. Außerdem danke ich dir für diese Gelegenheit, Medaille. Nichts zu danken. An Mut fehlt es dir wahrlich nicht. Und ich kann auch sehen, dass du ordentlich an deine Auron-Spezialisierungsfähigkeiten gearbeitet hast. Aber ich will dir noch einen Rat geben. Du hast es hier mit einem geistesgestörten Verbrecher zu tun, der auf einer Art Sondermission unterwegs ist. Und in solchen Fällen, glaub es mir, ist Angriff stets die beste Verteidigung. Gibt deinem Ziel also keinerlei Spielraum. Verstanden. Wo genau führen wir diese Observierung denn durch? Kingsley wird sich bei dir melden. Das ist eine äußerst zeitkritische Mission. Also wir erwarten, dass du gleich mit voller Kraft durchstartest. Ich werde mich bereithalten. Gut, dann bereite dich jetzt auf deinen Einsatz vor und vergiss auch nicht, immer wachsam zu bleiben. Oh ja, okay.
Der schwarze Magier wurde in der Nacht und Gasse gesichtet. Kommt so schnell wie möglich zu uns. Ich komme, Mr. Shacklebolt. Da bin ich schon, Mr. Shacklebolt. In letzter Zeit sind hier ziemlich seltsame Dinge vorgefallen. Was willst du? Hier gibt es nichts zu sehen? Nein, mit Sicherheit überhaupt nicht. Vorhin habe ich Mr. Bergen gesehen, der sich äußerst seltsam verhalten. Hi. Hey Cody, da bist du ja. Moody sagt uns schon, dass er dich von der Zerbreitzentralverwaltung anfordern wollte. Er muss meinem Boss ein Angebot gemacht haben, das er einfach nicht ablehnen konnte. Oh, ihr beide könnt ich ja noch gar nicht, glaube ich. Cody, das ist Kingsley Shacklebolt, Aurora, ehemaliger Hogwarts-Schüler und ziemlich gewaltiger Lux-Patronus. Kingsley, das ist Cody Bailey, der legendäre Fluchrecht von Hogwarts, von dem dir Mad-Eye bereits erzählt hat. Cody Bailey, dein Ruf eilt dir voraus. Man hat mir schon versichert, dass du für diesen Einsatz eine echte Bereicherung sein wirst. Ich werde jedenfalls mein Bestes geben. Ich werde auch nichts anderes von dir erwarten, aber nun genug der Höflichkeiten. Wir haben einen schwarzen Magier zu fassen. Wir konnten erfahren, dass sich der Verdächtige gegenwärtig bei Borgen und Burks aufhält. Unser Geheimdienst hat ermittelt, dass jede direkte Konfrontation mit dem Verdächtigen hochgefährlich sein könnte. Dann ist es ja nur gut, dass wir das Element der Überraschung auf unserer Seite haben. Korrekt, du fängst bereits an, wie ein Ohrwurm zu denken, Cody. Lasst uns also das gesamte Gebiet überprüfen und sicherstellen, dass wir nicht in eine Falle tappen. Okay, schon wieder 8 Stunden. Was ist denn hier los in diesem Event? Naja, wir wissen nicht, wer sonst noch für unseren Verdächtigen arbeitet. Also dürft ihr wirklich niemandem vertrauen. Im Grunde macht hier wirklich jeder einen verdächtigen Eindruck. Die Nocturngasse ist das reinste Labyrinth. Wir müssen gut Acht geben, um nicht in eine Falle zu geraten. Diese Observation muss zügig und geräuschlos abgehen. Wissen wir ja nicht, wie dieser schwarze Magier aussieht? Wir müssen den Verdächtigen festnehmen, bevor er noch mehr Menschen quälen kann. Wir müssen uns möglichst unauffällig verhalten und dürfen keinerlei Aufmerksamkeit erregen. Wir sind nicht die Einzigen, die Bergen und Burks beobachten, bleibt in Deckung. Vielleicht setzt der Verdächtige sogar Lockvögel ein, um uns abzulenken. Bleib auf jeden Fall wachsam. Wir suchen einen Zauberer mit schwarzer Kapuze. Davon gibt es ja nicht so viele. Auch die Herren Bergen und Burks könnten involviert sein, aber wir sind uns noch nicht ganz sicher. Wir suchen einen Zauberer mit Kapuze. Der Verdächtige hat bereits 2 Ohren verletzt, also sollten wir möglichst behutsam vorgehen. Bilde ich mir das mal ein, oder ist die Nocturngasse heute noch unheimlicher als sonst? Wir wissen nicht, wer sonst noch für unseren Verdächtigen arbeitet, also dürft ihr wirklich niemandem vertrauen. Im Grunde macht hier wirklich jeder einen verdächtigen Eindruck. Oh nein, niemand Dankes. Ist das doch nicht mein Dankes Fletcher, der gerade aus Burger und Burks herauskommt? Du hast recht, und er wirkt sogar noch unruhiger, als man es von ihm gewöhnlich kennt. Wir hatten doch erst letztens das Vergnügen. Wir haben uns ja letztens erst gesehen, als du meinem Bruder das Buch Höchstpotente Zaubertränke andrehen wolltest, Mandanges. Ach, du bist es. Was willst du von mir? Wir suchen nach einem schwarzen Magier, laut unseren Informationen hält er sich gerade bei Burger & Burks auf. Du weißt nicht zufällig etwas darüber, oder? Ich habe nichts gesehen und nichts gehört und mehr habe ich auch dazu nicht zu sagen. Wir werden mit einem kleinen Handel. Du sagst uns, was du da drin gesehen hast und wir werden deinen Namen vergessen, wenn wir unsere Berichte schreiben. Allerdings gilt dieses Angebot nur für kurze Zeit. Wenn du etwas gesehen hast, solltest du lieber schnellstens damit rausrücken. Warum führe ich eigentlich das Gespräch? Soll ich das nicht Kingsley machen? Schon gut. Da war ein Zauberer mit Kapuze, der Mr. Bergen gefoltert hat, das Übliche eben. Außerdem scheint er einen seltenen Zauberstab gesucht zu haben. Mr. Bergen gab zu, dass er den Zauberstab an einen Sammler von magischen Artefakten in London verkauft hatte. Moment mal, da wird Mr. Bergen also in diesem Augenblick gefoltert? Wir müssen sofort einschalten. Ja, ihr kommt zu spät, er ist längst über alle Berge. Aber es war schon seltsam. Sobald er bekommen hatte, was er wollte, ist der Zauber einfach so verschwunden. Ohne Flopel war er da apparieren. Den einen Moment war er noch hier und dann war plötzlich nur noch Mr. Bergen da. Und für jemanden, der gerade so gefoltert worden war, hat er sich eigentlich viel zu schnell erholt, wenn er mich fragt. Das war's, mehr weiß ich wirklich nicht. In Ordnung, vielen Dank. Dann kannst du jetzt gehen, Mandanges. Ich gehe davon aus, dass du dein Wort hältst. Ich bin nie hier gewesen, okay? Okay. Deine Verhörmethoden sind ziemlich eindrucksvoll. Oh ja, das war ja richtig genial, Cody. Wir müssen diesen Sammler aufspüren. Ich werde mich mal mit Mr. Bergen unterhalten. Er kennt mich, also wird er reden.
Danach treffen wir uns im Ministerium, um eine kleine Nachbesprechung abzuhalten. Oh, Teil 1 schon abgeschlossen. Das ging jetzt schnell. Ach, sind drei Teile. Der schwarze Magier konnte unbemerkt entwischen. Tut dich mit Kingsley und Tong zusammen und spüren so schnell wie möglich auf, bevor er findet, was er sucht. Okay, dann werde ich jetzt nochmal ganz kurz gucken. Wie viele Teile sind das jetzt? Ich bin da hier irgendwie durcheinander gekommen jetzt. Es gibt viele zu berichten. Komm augenblicklich in die Aurorenzentrale. Ja, erstmal hier. Das sind. Ach, es sind immer zwei Aufgaben, aber drei Teile. Ah, ich habe das falsch rumgelesen. Naja, gut, dann ist die Folge jetzt zu Ende und ich sage Arrivederci, over and out.